Und weiter geht es mit Let's Play Pokémon Trading Card Game Nummer 2. Wir haben dem Team GR so ziemlich abgerechnet hier. Nur noch zwei Clubs, glaube ich, müssen befreit werden und der Kampfclub ist jetzt zuerst dran. Also GR Nummer 1, ergib dich. What the? Was zum? Du hast Jean besiegt. Olaf, hieß er. Wer hat's gesagt? Wie hieß er? Moment, so viel Zeit muss sein. Wenn mir schon jemand sagt, wie er heißt, dann möchte ich das auch eben nachgucken, um mich bei der Person zu bedanken. In der Zeit kann ich ja schon mal etwas weiter vorlesen. Das ist eine Steinmünze. Es ist ein Zeichen für deinen Sieg. In diesem Fall fordere ich dich zu einem Duell heraus. Wer hätte das gedacht? Du forderst mich zu einem Duell heraus? Und ich dachte, wir trinken Kaffee und bereden die ganze Sache in Ruhe. Aber wir können natürlich auch gerne Karten spielen. Meine Frage ist, hast du die Courage, den großartigen GR Nummer 1 zu besiegen? Natürlich habe ich das, sonst wäre ich doch bestimmt nicht in den Club gekommen. Und hier steht es, Elementar Darkness hat mir gesagt, dass Jean bei uns Olaf heißt. Also vielen Dank. Habt ihr auch gesagt, übrigens einen Bonuspunkt. Ich kann dir nicht sagen, was passiert, wenn du genug Bonuspunkte gesammelt hast. Lass dich überraschen. Jedenfalls, Dankeschön. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas mit Elementen deinem Namen war, aber ich habe den Hinterteil vergessen. Elementar Darkness, vielen Dank. Ich weiß es immer sehr zu schätzen, wenn mir Leute so ein bisschen auf die Sprünge helfen bei kleinen Fakten, die ich vergessen habe. Aber genug geschwafelt, Zeit für ein Duell gegen GR Nummer 1. Natürlich mit 6 Preiskarten, habe ich jemals was anderes erwartet? Falls du es schaffen solltest, mich zu besiegen, werde ich den Kampfclub wieder freigeben. Das ist nur eine faire Warnung hier. Du hast keine Chance zu gewinnen, es ist unmöglich. Nichts ist unmöglich in dieser Welt. Schon mal gar nicht bei Pokémon-Karten. Und wie fangen wir an? Mit einem Raupi und mit einem Raupi. Mit einem Raupi, 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 Raupi. Ein Raupi auf meiner linken Schulter, ein Raupi auf meiner rechten Schulter. Und schon himmeln mich alle Mädchen an. Nicht wirklich, aber okay. Und die Steinmünze bringt mir Glück. Hurra! Und ich muss gegen ein grünes Pikachu kämpfen. Auch gut. Da fällt mir gerade auf, wie gut, dass ich die Pflanzenenergie gezogen habe. Keine starke Attacke, zumindest paralysieren könnte ich. Könnte, hat aber leider nicht geklappt. Und Pikachu ist auch dran und kann natürlich auch paralysieren. Und du hast natürlich auch keinen Kopfwurf. Das ist doch mal gut, dass es für uns beide nicht gleich klappt. Aber jetzt ist das Spiel für dich gelaufen. Rihorn betritt die Arena. Noch nicht direkt die Arena, aber die Bank. Von dort aus wird es sich aufladen. Und das wird langsam aber sicher das Ende für dich bedeuten. Also, wie war das nochmal mit dem Gewinnen ist unmöglich? Oh, Lapras. Das ist doch ein bisschen schwieriger. Und Pikachu, du wirst mich doch nicht paralysieren, oder? Er hat mich tatsächlich paralysiert. Pikachu, Pikachu, das ist aber gar nicht nice. Und ich dachte immer, du und Raupi, ihr werdet Freunde. Noch warte ich, noch ist Rihorn nicht bereit. Und du hast noch eine andere... Oh ne, Agilität! Und du verhinderst auch noch den Schaden in der nächsten Runde, du willst mich doch veräppeln. Okay, dann ist Rihorn immer noch nicht bereit. Wenn ich jetzt einen kleinen Stein hätte, dann würde ich mich sowas von freuen. Aber ganz aussichtslos ist die Situation ja noch nicht. Raupi muss dann halt nur rechtzeitig zurückgezogen werden. Und zwar genau jetzt. Onyx, wie schade, dass du hier noch keine Weiterentwicklung hast. Das muss ich mir aufheben. Zum Tausch benutze ich den Tausch. Wer hätte das gedacht? Oder hatte Raupi freie Rückzugkosten? Nee, Raupi hatte keine freien Rückzugkosten. Okay. Oh, und eine Energiesuche. Und ich hätte gleich Kleinschein gezogen. Och, nee. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na gut, ziehen wir mal eine Pflanzenenergie. Habe ich noch nicht so viele von. Dann könnte ich doch eine der Energien benutzen, um Raupi zurückzuziehen. Für den Fall, dass ich mal später andere Pokémon zurückziehen muss, die wesentlich höhere Rückzugkosten haben.
Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es so weit kommen wird. Deswegen Tausch, Rihorn und die Hornattacke direkt auf Pikachu. Und jetzt ist da ein Nidorino. Wenn ich nur einen Nidoran hätte. Und Lapras. Ich weiß, dass Lapras generell... Also meistens sind die Lapras-Karten ziemlich gut. Und es kann wunderschön singen. Ach, was für eine beruhigende Wirkung. Da möchte man sich doch am liebsten glatt übergeben. Oder einfach aufwachen. Das scheint mir die wesentlich intelligentere Lösung zu sein. Und ich hoffe, Lapras braucht 3 Energiekarten zum Angriff, denn dann habe ich noch eine Chance, dass ich diesen Kampf ganz schnell beenden kann. Bitte nicht, bitte nicht. Och, okay. Aber da gehören immer 2 Kopfwürfe dazu, Lapras. Vergiss das nicht. Und die Steinmünze bringt echt Glück. Also, danke, Olaf. Olaf der Große, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Du hast mir diesen Sieg ermöglicht. Noch kein endgültiger Sieg, aber zumindest ein Sieg gegen Lapras. Und gegen Kangama hoffentlich auch. Mit seiner Schwäche gegen Kampf-Pokémon. Verzeihung, mit Ira. Kangama ist doch ausschließlich weiblich und... Nee. Boah. Fiesattacke. 80 Schadenspunkte, aber man muss 2-mal Kopf werfen. Zum Glück hat das nicht so hingehauen, wie GR Nummer 1 sich das vorgestellt hat. Aber bei meinem Glück... Puh, ich hab heute Glück. Ich hab heute wirklich Glück. Dankeschön. Windhauch! Ich könnte jetzt jemand anderen in die Arena reinholen, aber... Ich habe zu viel Angst, dass deine 80 Schadenspunkte-Attacke doch noch trifft. Deswegen erstmal Kangama auf die Bretter. Und noch mehr Energie. Danke, danke für die Energie, aber... Oh. Der könnte das Blatt doch noch wenden. Der gute Herr Eich. Und Bill, auch noch Bill. Wenn GR Nummer 1 und Bill und Professor Eich sich zusammen in der Kneipe treffen, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Seht ihr, habe ich doch gesagt. Und bitte sag mir, du hast keine Attacke für 2... Okay, du hast keine Attacke für 2 Energiekarten. Aber jetzt habe ich endlich einen Nidoran. Jetzt muss ich nur mal gucken, was kann Nidorino? Doppelkick und Hornbohrer. Alles Attacken... Oh, Moment. Hornbohrer braucht gar keine Münze. Oh, das freut mich aber. Dann möchten wir uns doch um dich kümmern, Nidoran, damit du groß und stark wirst. Für den Fall, dass Rihorn doch noch ausgenockt wird. Könnte durchaus sein. Bei GR Nummer 1 läuft es gerade ziemlich gut. Ein bisschen zu gut. Verwirrung kann ich nämlich gar nicht gebrauchen. Boah, noch einmal. Safe, sicher, alles okay. Safcon kommt wie gerufen. So kann mein kleines Raupi doch noch ein bisschen durchhalten. Und einmal an Nidoran. Und welche Pokémon hast du denn noch auf der Bank, GR Nummer 1? Ein Voltoball, ein Kangama und... Ich glaube, ich möchte zuerst das Kangama besiegen. Das kann er auch so schnell gar nicht zurückziehen. Und dann muss ich mich auch nicht vor den 80 Schadenspunkten fürchten. Also, Kangama, komm mal her. Ich habe dich ganz doll vermisst. Ich habe hier was für dich. Ich hoffe, du freust dich über diese kleine Unaufmerksamkeit meinerseits. Und Nidoran ist auch gleich bereit zum Angriff. Auf jeden Fall schon mal bereit für die Entwicklung. Und Kangama ist auch fertig mit der Welt. Ha! Endlich darf ich auch mal Professor Eich spielen. Oh, jetzt wünschte ich mir, ich hätte Voltoball ausgenockt. Aber was kann mir dieses Elektroball schon groß anhaben? Und nochmal der Aurora-Strahl und Verwirrung gibt's gratis dazu. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Ich könnte versuchen, Nidorino zurückzuziehen, aber wenn ich Pech habe, greift es sich selber an und alle Schadenspunkte kriegt dann am Ende Nidorino ab. Das ist nicht unbedingt, was ich möchte.
Es ist schade, sich von der ganzen Energie zu verabschieden, aber Professor Eich, du machst immer alles besser. Deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was haben wir da? Noch mehr Energie, Energiesuche, Pokédex und Tangela. Okay, dann benutzen wir doch mal den Pokédex. So kann ich die nächsten 5 Karten so arrangieren, wie ich möchte. Und ha, sieh an, ein Kleinstein ist da und ich muss eigentlich gar nichts groß ändern. Aber es ist ganz nett zu wissen, was als nächstes kommt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, ich muss das doch durchnummerieren, ist okay. Und ich muss dann leider erstmal auf eine weitere Aktion verzichten. Das war's dann auch leider für Rihorn. Er hat sich tapfer geschlagen, einmal ganz dollen Applaus. Auch wenn er nur eine Karte ist, ohne Gefühle und Leben. Aber trotzdem Applaus, ein ganz kleinen. Und als nächstes Nidorino. Das wird dann ja recht einfach. Kleinstein noch auf die Bank und... Moment, ich habe ja jetzt die Entwicklung durch Professor Eich verloren. Das hätte ich überdenken müssen. Aber macht nichts. Ich habe Nidorino, der hat Hornbohrer. Und dafür hat GR Nummer 1 keinen Yugong mehr. Und ich habe dafür noch einen Kleinstein. Können sich die beiden die Hände reichen. Und du wirst doch hoffentlich nicht explodieren, oder? Oder? Komm, es ist so ein schöner Tag, du musst doch nicht gleich in die Luft fliegen. Noch ein Nidoran. Und Grasenergie an... an Safcon. Safcon kommt damit, glaube ich, ganz gut zurecht im Moment. Zack! Und da explodiert die Kugel. Zum Glück nicht, ne? Dann würde ich alles abkriegen. Okay, wie viele Magnetilos hast du eigentlich? Ich habe nicht gezählt, aber das waren mindestens 4. Mehr könnte es nicht sein. Oh oh, Chain Lightning. Wenn das verteidigende Pokémon nicht farblos ist, fügt diese Attacke jedem Bank-Pokémon des gleichen Typs 10 Schadenspunkte zu. Also für jedes Pflanzen-Pokémon einmal was auf die 12. Aber das macht gar nichts, denn... dies ist die letzte Attacke. Noch einmal Hornbohrer! Und GR Nummer 1 kann nach Hause gehen. Also zurück auf seine Insel, wo auch immer die liegt. Ach, du bist stärker, als ich gedacht habe. Und endlich ein Päckchen Pokémon-Karten. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Und eine Regenbogen-Energie. Ich war damals so unglaublich fasziniert von dieser Energiekarte, als ich noch Pokémon-Karten gesammelt habe. Der Gedanke, dass es eine holographische Energiekarte gab, die für jeden Typ gilt. Ich habe extra so eine Karte auf dem Trödelmarkt damals gekauft, weil ich keine in einem Päckchen bekommen konnte. Und wie ich sagte, Regenbogenenergie gilt für jede Energiekarte, nur der einzige Nachteil, man bekommt dadurch 10 Schadenspunkte. Ansonsten wäre die Karte, glaube ich, ein bisschen zu überpowered. Und ansonsten noch ein Maximalbeleber. Kabuto, Magma, Shigi, Kapador, Voltoball, Glumanda, Magnetilo. Das wäre wesentlich einfacher runter zu rappen, wenn dazwischendurch nicht immer so Energiekarten und Trainerkarten wären. Aber das Magma, das ist gut. Wer den ersten Teil, also wer Training Card Game Nummer 1, das Let's Play bei mir gesehen hat, der weiß. Dieses Magma ist eine sehr verlässliche Karte. Und Shigi ist sowieso immer willkommen. Shigi! Und noch ein Päckchen Karten, das freut doch das Herz. Vulnona, die Legende von Vulnona. Vulnona, Bisaknosp, Kingler, Evoli. Das ist immer verwirrend, wenn da die englischen Namen stehen. Und man möchte dann die englischen Namen vorlesen und es klappt nicht. Birsam, Radfratz, Jurob, warum vergesse ich mal Jurob? Okay, in dem Päckchen klappt es nicht gut, da sind zu viele Karten zwischengemischt. Und nimm auch das hier. Ein Stück der Münze gehört mir. Das vorletzte Stück, um genau zu sein. So, da haben wir die Teile schon mal mit Patafix zusammengeklebt. Du hast ganz schön Nerven, Kind. Versuche, alle 4 Münzen zu sammeln und wir sehen uns. Wenn du das schaffst, dann bist du in der Lage, auf unsere Insel zu reisen. Allerdings, kannst du das wirklich schaffen? Übrigens, Team GR hat immer noch den Clubmeister Mitch gefangen. Mitch, wer ist nochmal Mitch? Der Clubmeister dieses Clubs nehme ich zumindest an. Ich denke mal, Elementar Darkness wird es mir verraten. Oder jemand anders.
Dann hätte er schon 2 Bonuspunkte. Wenn du ihn zurückhaben möchtest, musst du deinen Weg nach Gia Island finden. Das könnte ich versuchen, ne? Und gut, Ronald ist heute mal zu Hause geblieben, das freut mich. Und jetzt geht es dem Club auch wieder gut. Und alle Mitglieder sind natürlich auf der Stelle zurück. Solche Nachrichten verbreiten sich natürlich unglaublich schnell. Nur welchen Club habe ich jetzt vergessen? In der Challenge Hall ist auch nichts los. Im Wissenschaftsclub ist auch nichts mehr los. Im Pflanzenclub, im Psychoclub müsste ich doch jetzt eigentlich alles geschafft haben. Ishihara, was liegt eigentlich bei dir so an? Ach, und Niki ist auch wieder verschwunden. Guten Abend, möchtest du gerne Karten tauschen? Ich suche nach einem seltenen Level 15 Pipi. Es ist ein Pipi mit einer bestimmten Attacke. Folge mir. Ich gebe dir dafür ein seltenes fliegendes Pikachu. Hast du zufällig diese Karte? Wenn ich sie habe, ich tausche sie gerne. Ich danke dir, aber anscheinend hast du diese Karte nicht. Vielleicht können wir später tauschen. Bestimmt, ich hätte gerne ein fliegendes Pikachu. Ich meine, ein Pikachu mit Kampfresistenz? Nicht schlecht, nicht schlecht. Im Pokémon-Dome ist vielleicht noch jemand? GR Nummer 5. Team GR Nummer 5 hat nur einen Sinn. Wir existieren, um alle Pokémon-Karten in der Welt an uns zu reißen. Boah, da habt ihr euch ja echt eine sinnvolle Aufgabe ausgesucht. Und dann tapeziert ihr damit eure Wände oder sowas. Nee, ernsthaft, wo muss ich jetzt hin? Im Psychoclub? Oh, ich hab den Psychoclub doch noch gar nicht geschafft. Ich hab vergessen, das war doch meine größte Herausforderung. Alex, dich konnte ich nicht besiegen. Und ein wirklich gutes Deck habe ich, glaube ich, immer noch nicht. Nun gut, nächstes Mal das Duell. Ich gegen Alex. Und hoffentlich werde ich endlich gewinnen. Drückt mir die Daumen, dass dieser Kampf endlich gut ausgeht. Also, wir sehen uns. Macht's gut.